Schön, dass es Ihnen gut geht, Laser. Ja, ebenfalls. Gott sei Dank ist keiner von Ihnen in diesen Fahrzeugen hochgegangen. Ich dachte, das wär's gewesen, so eine ähnliche Sache wie bei Cortez, bloß dass es schlimmer ausgeht. Da haben Sie recht, ja. Also 4 AKs, wie viele waren das? Pjörn, Pjörn, Pjörn und Sven? Richtig. Wer ist Sven? Das weiß ich nicht, sie waren alle maskiert und hatten Stimmverzerrer. Stimmverzerrer. Hat Sven sie auch angesprochen? Ja. Musste sich ja unbedingt vorstellen. Was sagt er denn? Ich bin Sven. Keine Ahnung, mehr war da auch nicht. Einfach ziemlich nur, ich bin Sven. Die kommen halt gerne zur Sache und machen keine Smalltalks. Sehen da ziemlich froh, der Director, um ehrlich zu sein. Okay. Was war denn der Anlass der Entführung? Machtdemonstration. Sagen Sie mal, Frau Cortez. Nee, ich bin Agent Wilson. Wo ist Frau Cortez? Im Urlaub. Warum wollen Sie das wissen? Nur so. Denken Sie jetzt, Agent Cortez ist Sven oder was? Quatsch. Okay, gut. Wo wurden Sie entführt? Ich wurde aufgegriffen. Ich bin Richtung Palito Bay gefahren und dann haben die im Heli vor mir gelandet und mich mitgenommen. Ich hatte keine Zeit und keine Reaktion, um einen Anruf abzusetzen. Die hat mich sofort durchlöchert. Das war gut, das war ein Zugriff. Ich hätte sie ja vorher gerne gewarnt, aber wie gesagt, ich kam leider nicht dazu. Wieso sind Sie nach Palito gefahren? Wie bitte? Warum sind Sie nach Palito gefahren? Ausflug. Ausflug. Ein Ausflug. Ich wollte mal einfach sehen, wie es sich im Norden lebt. Ich wollte mich wie ein besserer Mensch fühlen. Kennen Sie das? Nee, ich wollte sehen, was ich habe. Es ging mir nicht gut. Ich dachte mir, okay, versuchst du mir bessere Mut zu verschaffen? Fährst du nach oben, damit du wirklich weißt, wie Leute aussehen, die leiden? Laser, lügen Sie. Okay, sie haben mich irgendwo hingelotst, zum Flughafen, dort oben, bei der Racingstrecke oder keine Ahnung, was das ist. Sie haben gesagt, wenn ich jemanden von euch kontaktiere, seid ihr alle tot. Und ich meine, das hätten sie gemacht. Ich habe euch den Arsch gerettet. Danke Ihnen. Sie haben sie zur Racingstrecke gelotst. Richtig, dann haben sie mich mit dem Helikopter abgeholt, den Sack über den Kopf. Und dann bin ich in einem Keller aufgewacht. Also nicht aufgewacht, aber mir wurde dann da mein Sack abgezogen. Also der auf dem Kopf. Wollte gerade sagen, der auf dem Kopf, ja. Und dann haben die ein Video abgespielt mit ganz vielen Zeilen und Codes. Mhm. Und sie haben in diesem Film deutlich gemacht, dass jeder einzelne Winkel dieses FIB-Büros von Björn überwacht wird. Alles, was auch nur ansatzweise wie eine Kamera aussieht oder elektronisch ist, dient der Spionage. Alles dient der Spionage. Was war in diesem Video zu sehen? Naja, da hat man mich mit einem Clownsgesicht reineditiert. Einmal mit einem Schnurrbart. Ich hatte so eine Ringbogenperücke auf auch. Glaube ich. Und dann ein Schachfeld, wo ich neben dem König stehe und angeblich der Bauer wäre. Und das war's. Ein Schachfeld, wo Sie neben dem König als Bauer stehen. Richtig. Also im Prinzip eine Demoralisierung, dass sie, also im Prinzip einfach eine Demoralisierung, dass sie ein Versager sind. Also wollten die damit mit diesem Video bezwecken, ja? Das ist wichtig, der letzte Part. Nicht, dass sie das denken. Ja, ich stand... Nein, das denke ich nicht. Wie kommen sie darauf? Ich bin nicht, ich hockte auf den Knien, wimmernd. Das weiß ich auch nicht. Verstehe. Was denken Sie, wie es jetzt weitergeht? Gab es irgendetwas, wo Björn, Sven, Björn sagten, dass wie es jetzt weitergeht von Ihrer Seite?
Die haben gesagt, was wollten sie denn? Die meinten, sie melden sich. Wollen die, dass sie sich denen wieder anschließen, oder? Oder was wollen die denn von ihnen? Sie wollen weitermachen. Das ist ein Spiel. Sie bringen es noch nicht zu Ende. Das wäre denen zu einfach. Sie hätten mich töten können. Sie können praktisch das ganze Gebäude des FIBs hochjagen. Aber sie wollen noch nicht. Einfach nur, weil sie Spaß daran haben, es laufen zu lassen. Mhm. Wie sahen die Männer aus? Was hatten die an? Gelb karierte Oversize-Shirts, so Southside-Style, mit weißen Ärmeln. Die Frisur des vierten Hokagen? Die Frisur des vierten was? Hokagen, kennen Sie nicht? Hokagen? Ja, gut, never mind. Was ist denn das? Können Sie nichts mit anfangen. Streichen Sie das. Auf jeden Fall spitze Frisuren, blond, leicht nach hinten gezogen. Lügen Sie? Nein! So eine Anime-Frisur, das sah aus wie eine lächerliche Anime-Frisur. Es hätte auch eine Perücke sein können. Aber die verbringen ihre ganzen Tage im Keller. Hm. Ist doch klar, dass sie kein Modebewusstsein entwickeln. Wissen Sie mal, so eine Woche durch Berlin-Friedrichshain, dann würden die aber ganz fresh aussehen, das sage ich Ihnen aber. Was? Friedrichshain? Von was reden Sie? Was ist das denn? Ist auch egal jetzt. Machen Sie einfach weiter. Schreiben Sie das auf, was ich gesagt habe. Beruhigen Sie sich mal. Wir wollen ja im Prinzip nur die Sache klären, um Ihnen den Arsch zu retten, nicht wahr? Naja, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob Sie das überhaupt können, Whiskers. Verstehen Sie? Laser, das ist auch abhängig davon, wie Sie mit uns interagieren. Wenn Sie uns die Wahrheit sagen, dann können wir Ihnen helfen. Wenn Sie sagen, ich wollte ein komisches Freizeitangebot wahrnehmen in Paleto, um den Kopf frei zu kriegen, und Sie eine Minute später sagen, dass sie dann doch dahin gelotst wurden von denen, dann weiß ich nicht, was ich ihnen glauben kann oder nicht. Gut, ich dachte halt nur, dass sie mir nicht glauben, wenn ich sage, dass ich keine Chance hatte, sie anzurufen. Ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht. Natürlich haben sie einen Fehler gemacht. Ich wollte nicht, dass sie sterben! Ohne uns zu informieren. Aber hätten wir das gemacht, dann wären sie jetzt vielleicht tot, Whiskers. Meinen Sie? Ich weiß es. Sie wollen mir also sagen, dass sie dem Mensch das Leben gerettet haben, den sie vor 3 oder 4 Tagen oder vor einer Woche als Arschloch tituliert haben. Das ist so korrekt. Und dem Mann haben sie jetzt den Arsch gerettet und haben sich selbst in eine große Lebensgefahr begeben. Naja, das ist so eine Art Demonstration gewesen. Die hätten gesagt, Laser, sie haben uns verraten, dafür muss jetzt jemand sterben. Zack, noch nicht so jemand Wichtiges für mich. Und dann wären sie mit dem Satz gekommen, beim nächsten Mal ist es jemand, der ihnen wirklich nahestellt. Wissen Sie, was ich meine? Nahestehend. Also neben meiner Person selbst? Ja. Gigi. Gigi. Ja. Toxische Frau, aber trotzdem. Der High von Director, oder? Ist das eine Frau? Nein, ist eine Frau. Aha. Komplett irre. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Man stößt sie weg und man zieht sie dann wieder zu sich zurück. Das ist ganz üble Masche. Reden Sie jetzt vom GV oder? Ich rede gerade von emotionaler Abhängigkeit. Ah, also die Beziehung ist sehr toxisch. Richtig. Hm. Verstehe. Das kommt von ihr. Ich versuche immer nur, aber weiß nicht. Ich glaube, die Good Boys haben auf dieser Welt keine guten Chancen. Man wünscht sich immer den netten Lieben, aber das ist völliger Schwachsinn. Es sind immer die Arschlöcher, die coolsten und die tollsten abbekommen. Das sage ich Ihnen aber, die heißesten 10 von 10er Granaten. Sie müssen ja nicht die heißesten 10 von 10 Granaten knattern, sondern sie sollen einfach eine nette Frau finden, die sie so nimmt, wie sie sind. Und wenn sie eben ein Typ sind mit einer schrägen Krawatte und einer komischen Frisur, dann ist das eben so. Dafür sind sie aber echt schwer in Ordnung. Das müssen sie aber mal langsam verstehen. Whiskers, ich sag Ihnen jetzt mal was. Na, schießen Sie los. Das Leben, es ist nur wert, gelebt zu werden, wenn es eine 10 von 10 ist! Ich verstande mein Leben doch nicht damit, eine 5 von 10 zu lieben. Oder eine 4. Nicht mal eine 9,8. Was ist denn für Sie eine 10 von 10?
Das ist eine gute Frage. Oberflächlich gedacht? Was ist für Sie eine 10 von 10? Trainierter Booty? Was? Trainierter Booty? Booty. Booty. Booty? Booty. Agent Pierce, was ist denn ein Booty? Meint er. Ach so, sagen Sie das doch gleich. Ja. Also, eine 10 von 10 ist für Tolle, Sie ein tolle, durchtrainierter Arsch. to tolle Dupes. Was? Tolle Dupes. Ups. Dupes. Augen. Nein. Brüste. In Ordnung. Also sie sind einfach oberflächlich. Gut. Achichi, große Weiß ich nicht, ich Dupes. habe da nicht hingeguckt. Ich verliere mich Ja, immer in ihren wieso können Sie dann leuchtenden. aber auf die stehen? Was reden Sie? Ich bin da noch nicht so weit. Ich bin nur erst beim Prolog. Ich habe mich in ihren Augen verfangen da. Ich bin noch nicht mal so weit runtergekommen. Ich bin immer wie hypnotisiert, wenn ich ihnen ins Gesicht gucke. Alles andere wäre irrelevant. Aber sagen wir mal so, Gigi ist vom Aussehen so perfekt, allein im Gesicht, dass egal wie sie untenrum aussehen würde, man könnte ihr den Kopf abhacken. Okay? Ich weiß gar nicht, ob sie untenrum überhaupt einen Torso hat. Sie würde trotzdem eine 10 von 10 sein, weil sie so schön aussieht. Was Leben habe ich hier eigentlich? Ich kann nicht mehr. Sie sind oberflächlich, Ich bin leider. nicht, ich bin nicht oberflächlich. Ach kommen Sie, glauben Sie mir. Und wissen Sie was? Sie widersprechen sich. Ich komme gleich wieder wissen. Sie haben nämlich gerade gesagt, dass eine 10 von 10 Frau für Sie eine Frau ist mit einem durchtrainierten Booty und durchtrainierten oder großen Dups. Und jetzt erzählen Sie mir, dass Sie Gigi nur lieben, weil sie einen schönes Gesicht hat. Also, ich sag Ihnen jetzt was. Wir können uns nur auf einer Ebene gemeinsam finden und nur Björn, Björn und Sven oder Björn, Sven, Björn, Björn oder Sven, Björn, Björn, Björn kriegen, wenn wir miteinander eine Ebene finden, wo wir ehrlich zueinander sind. Und ich sage Ihnen nochmal, es ist völlig irrelevant, ob eine Frau einen durchtrainierten Hintern hat. Oder ob eine Frau große Brüste hat. Wenn auf was es ankommt, Laser, ist ihr Verhalten ihnen gegenüber so, wie sie sind. Und wissen Sie was? Ich finde sie schwer in Ordnung, ob sie mir das jetzt glauben oder nicht. Deswegen ist das nicht wichtig. Sie können ihre Oberflächlichkeiten zurückhalten. Und wissen Sie was? Sie müssen auch nicht mir gefallen und wir müssen auch niemals beste Freunde werden. Aber es wäre wichtig, im Sinne des ganzen Staates, dass wir Björn, Sven und Björn kriegen. Haben Sie das verstanden? Habe ich. Und glauben Sie, dass wir das gemeinsam hinbekommen? Ich denke, es wäre wichtig, dass Sie mich nicht hängen lassen. Also sind wir jetzt Partner. Wir sind die ganze Zeit Partner, Sie Idiot. Whiskas? Ja. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie wirklich. Entschuldigung. Und jetzt will ich eine saftige Umarmung. Kommen Sie her. Idiot. Kommen Sie. Also. Brauchen Sie eine. Idiot! Ich wäre fast gestorben! Wissen Sie? Aber Was dafür hat tun es sich Sie gelohnt! denn? Die Wahrheit hat sich gelohnt! Whiskers! Wir sind jetzt Partner und Partner! Und keiner wird sich dem FBI in den Weg stellen! Verstehen Sie das?
Wir werden beide das Björn-Kollektiv aufhalten. Ich werde das abgenippelt, scheiße. Gut. Also, sind Sie jetzt wach? Haben Sie jetzt den Ernst der Lage verstanden? Das habe ich die ganze Zeit. Gut. Laser, ich bin stolz auf Sie. Weil ich weiß, dass Sie das brauchen. Und Sie sind ein guter Mann. Sie müssen sich beweisen und Sie müssen zeigen, dass Sie ein guter Mann sind. Und ich bin mir sicher, Sie schaffen das. Mit Danke. Mir natürlich. Ich werde mein Bestes geben. Lösen Sie sich jetzt bitte von diesen Oberflächlichkeiten. Konzentrieren Sie sich bitte auf das Wesentliche. Ich werde mein Inneres erforschen. Gut. Dann gehen Sie jetzt zum Friseur, machen sich mal eine vernünftige Frisur und kommen runter bestenfalls. Wird's erledigt. Dann bringen wir das Ganze wieder geordnet hin und dann widmen wir uns der Ermittlung. In Ordnung? So in Ordnung. Sie schaffen das. Sie auch. Brauchen Sie noch was? Nichts. Wunderbar. Dann bis dann. Passen Sie auf sich auf und wenn es was gibt, dann melden Sie sich, ja? Wird so gemacht. Wunderbar. Ich darf eigentlich kein Auto auspacken, ne? Ich guck nur ganz kurz rein. Ich guck nur, was ich vielleicht holen könnte, rein theoretisch. Boah, ist das ein Oracle? Das sind diese großen, ne? Schäfter? Was habe ich jetzt ausgepackt? Ich guck nur, ich fahr nicht. Ich guck wirklich nur. Das ist ein Schäfter, ne? Nee. Das ist ein Schafter? Ich hab die Schlüssel nicht. Ich glaube, ich kann die gar nicht benutzen. Ist das ein Schafter? Oh. Ich fahre hier nur ein bisschen in der Garage rum. Boah, fährt er sich gut. Boah, der fährt sich richtig gut. Wenn ich kann einmal durch den Block fahren. Nur weil, also... Also man kann ja mal gucken, wie er sich so fährt, wenn man halt um Block fährt. Vielleicht. Ich glaube, ich kann gar nicht raus. Oh. 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 Hey. Oh!
Wenn ich nur einmal um einen halben Block fahre. Frau Director wird das nicht erfahren, alles gut. Wie kann ich ihn wieder einparken? Muss ich da rauffahren? Grüner Kreis? Nee, der ist abholen. Lass ihn einfach stehen. Ich fahre noch eine halbe Runde. Jetzt war aber nicht zu. Jetzt ist zu. Da ist nicht zu. Okay, ganz schnell. Aber danach packe ich ihn wirklich ein. Boah, der fährt sich so gut. Ich glaube, ich bin noch nie so ein Auto gefahren in GTA RP. Weil mir die finanziellen Möglichkeiten gar nicht... die mir das gar nicht möglich gemacht haben. Wisst ihr? Oh. Boah, der fährt nicht auf der Spur! Nein! Ich darf das nicht! Ich war zurück. Ich bin verdeckter Ermittler. Ich will meine Karriere nicht innerhalb von 5 Minuten zerstören. Das würde voll dumm sein. Ah! Fahren hier einmal wieder hoch und dann rein. Nee, das macht keinen Sinn. Zu. Wie geht denn das? Oh, okay. So. Kann der driften? Oh ja. Oh ja. Wow! Oh! I don't even talk to you. If you see me now, you mean it now, you know you have to go. Ja, hallo? Laser, wie lange brauchen Sie noch? Oh, ich habe gerade wichtige Unternehmungen gemacht. Jetzt bin ich bereit. Wo wollen wir uns treffen?
Bitte? Hol sie ab. Sagen Sie einfach, ich hol sie einfach ab. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche Stichchen oder sowas vom FAB oder sowas. Deswegen muss ich da ein bisschen selbst auf die Sicherheit setzen. Wo sind Sie denn? Wo, oder wo wollen Sie abgeholt werden? Stadtpark. Welcher Seite denn da? Fliegerbank. Also beim Taxi? Ja. Ja, in Ordnung. Geben Sie mir, machen Sie, machen wir... 5 Minuten. 10. Ja, 5 Minuten. 5 Minuten. Bis gleich. Ja, bis gleich. Wow, war das gut? War das gut? Och, egal. Jetzt nur noch... Ach, wie packen wir das jetzt ein? So, dass keiner drauf kommt, dass... Hier, wir verstecken den ein bisschen. Du kannst da auch einparken. Ich weiß, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß leider nicht wie. Mr. Laser, hallo. Ja, was ist krass? Ja. Was gibt's? Moment. Mr. Laser? Ja, eine Sekunde bitte. Ja. Rein hypothetisch. Wenn ich irgendwann mal so weit in der Agency bin, dass ich auch Fahrzeuge fahren darf von Ihnen und so, ne? Also sollten Sie rein hypothetisch so weit sein, Fahrzeuge von uns zu fahren, ja, dann? Wo müsste ich die dann wieder einparken? Müssen Sie dann wieder einparken? Ja. Unten in der Tiefgarage. Ach so, ist da ein Schalter, wo ich, also ist dann, steht da ein Wärter oder wo steht ein, wo am besten, Wenn Sie die in der Tiefgarage unten ankommen, befindet sich auf der linken Seite ein Pfeiler. Ja. Und da steht ein Wärter, den können Sie ansprechen und der parkt dann die Autos ein. Okay, gut zu wissen fürs nächste Mal. Aber also lassen Sie bitte die Finger von unseren Autos. Ja, mach ich. Alles gut. Okay, perfekt. Bis dann. Gut, bis dann. Tschüss.